Hallo, willkommen bei Krono. Kommt mit, ich zeige euch, was man bei uns in einer kaufmännischen Ausbildung alles erleben kann. Ganz schön viel, sage ich euch. Es ist zwar noch ziemlich früh, aber meine Kollegen von der Buchhaltung kümmern sich schon fleißig um schwarze Zahlen. Oh, ich ja auch. Clarissa? Ja? Kommst du bitte mal? Klar. Wie ihr seht, bin ich gleich gefordert. In meiner Ausbildung bin ich öfters hier und helfe meinen Kollegen, zum Beispiel bei Kunden- und Lieferantenrechnungen. Kannst du bitte noch wegen den Server-Updates nachfragen? Mhm, kann ich machen. Ja, Krono ist ein Familienunternehmen, aber ein ziemlich großes, mit Mitarbeitern auf der ganzen Welt. Das ist auch für uns Azubis von großem Vorteil. Wir können auf viele Einrichtungen direkt zugreifen und sammeln so viel praktische Erfahrung. Es gibt immer viel zu lesen und zu entdecken, was ich auch gerne in meiner Freizeit mache. Wir haben zum Beispiel einen eigenen Werkzeugbau, eine hochmoderne Logistik und einen großen Serverraum. Maximilian liebt Technik, IT und Zahlen. Vor 5 Jahren hat er hier bei Krono die Ausbildung zum Informatikkaufmann abgeschlossen. Heute ist er Systemadministrator. Wenn euch also Übernahmechancen und Weiterbildungsmöglichkeiten wichtig sind, seid ihr bei uns genau richtig. Kommt ihr mit mir als nächstes in den Customer Service? So, das mit dem Server ist geklärt. Jetzt zeige ich euch den Customer Service bei Krono. Wie der Name schon sagt, werden hier die Anfragen unserer Kunden bearbeitet. Natürlich international, weil Krono Kunden in der ganzen Welt beliefert. Deshalb sind gute Englischkenntnisse schon in der Ausbildung wichtig. Oft bin ich auch in der Einkaufsabteilung anzutreffen. Zwar produzieren wir das meiste selbst, aber trotzdem brauchen wir noch leistungsstarke Zulieferer und Dienstleister. Für den Erfolg unserer Produkte sind auch die Materialien sehr wichtig. Relais, Magnete und Stellantriebe von Krono sind ja dafür bekannt, besonders langlebig zu sein. Und jetzt muss ich aber in die Produktionsplanung, um die neuen Aufträge für die kommenden Wochen abzustimmen. Besonders bei elektrotechnischen Komponenten kommt es auf jedes Detail an. Alle Produktionsparameter müssen perfekt aufeinander abgestimmt sein. Nur so wird alles rechtzeitig in der gewünschten Menge und Qualität fertig. Es fühlt sich echt toll an, dazu beitragen zu können. Wir arbeiten mit modernsten Tools und Programmen. Aber zum Glück wird einem bei Krono alles gut erklärt. Für die neue Produktionslinie der Stellantriebe muss ich noch ein paar Sachen zur Qualitätssicherung abklären. Hallo, Herr Stern. Hallo, Clarissa. Kann ich Sie kurz was fragen wegen der Audits für die neuen Brandschutzantriebe? Ja, klar. Den Begriff Audit kennt ihr wahrscheinlich noch nicht. Dabei wird überprüft, ob unsere Produkte genau das leisten, was der Kunde erwartet. Aber da müssen wir uns bei Krono keine Sorgen machen. Sie sind bestens darauf vorbereitet und ich darf sogar mithelfen. Ihr kommt noch ein Stück mit, oder? Krono gibt es schon seit 1953 und wir sind heute noch ein Familienunternehmen. Das ist ein großer Unterschied zu manchen Großkonzernen. Hier bei Krono ist man als Mitarbeiter in erster Linie ein Mensch und keine Nummer. Hallo Clarissa, na alles klar? Hallo Schweizer. Alles Bestens, danke. Wir haben hier ein tolles Betriebsklima. Kein Wunder, dass ich jeden Morgen gern zur Arbeit komme. Aber am Wochenende schlafe ich auch mal aus. Jetzt zeige ich euch noch die hauseigene Wickelei. Folgt mir einfach. Hier werden die Spulen für unsere Produkte gewickelt. An unseren Standorten im Ausland gibt es noch viel mehr davon.
Bei uns in Wehingen findet zusätzlich die gesamte Produkt- und Prozessentwicklung statt. Die Fertigung von Stellantrieben, die zum Beispiel in modernen Hochhäusern für die richtige Belüftung sorgen, findet hauptsächlich in Wehingen statt. So, das war's jetzt erstmal. Ich muss dann wieder zurück zu meinem Arbeitsplatz, um Büroarbeiten und Telefonate zu erledigen. Und wie geht es für euch weiter? Ich würde mich freuen, wenn ihr euch bei Kruner bewerbt und wir bald Kollegen werden.